NDR Info. Shabbat Shalom. Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Aus der unerschöpflichen polnischen Wiege dränge eine Schar strebsamer, hosenverkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen würden, schrieb der Historiker Heinrich von Treitschke 1879. Seine Warnung vor jüdischem Einfluss ließ er in den von den Nazis später gern zitierten Ausruf münden: Die Juden sind unser Unglück. Heutige Islamkritiker arbeiteten mit ähnlichen Mitteln an ihrem Feindbild wie die Antisemiten des 19. Jahrhunderts, schrieb unlängst der Leiter des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung Wolfgang Benz in der Süddeutschen Zeitung und löste damit eine lebhafte Kontroverse in allen großen Zeitungen wie auch im Internet aus. Über dieses Thema will ich jetzt mit Professor Michael Wolfsohn sprechen. Er ist Historiker an der Universität der Bundeswehr in München. Herr Wolfsohn, sind die Muslime die Juden von heute? Ist der Vergleich, den Wolfgang Benz zieht, hilfreich? Überhaupt nicht, und ich kann auch gar nicht erkennen, in welcher Wirklichkeit Wolfgang Benz lebt. Von einem Feindbild Islam kann ich nichts erkennen. Ich kann erkennen, dass es kritische Stimmen gibt, die folgende Frage stellen: Warum kommen die meisten internationalen Terroristen aus der muslimischen Welt? Was ist nicht in Ordnung in der muslimischen Welt? Was ist nicht in Ordnung in Bezug auf den Dialog, den wir mit der islamischen Welt führen? Das sind sehr kritische, aber auch selbstkritische Fragen. Von einem Feindbild Islam kann ich, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nichts und niemanden erkennen. Und hinzu kommt, dass Benz auch keine Namen nennt. Benz Text bleibt sehr im Ungefähren. Dennoch, wenn man an den Satz "Die Juden sind unser Unglück" denkt, Geert Wilders zum Beispiel, der sich jetzt in Holland vor Gericht sieht und dessen Partei bei den Europawahlen in Holland immerhin die zweitstärkste Partei wurde, wird dann der Satz zur Last gelegt: Die Muslime reißen uns in den Abgrund. Ist ein solcher Satz nicht dann doch ein sehr, sehr pauschales Klischee? Natürlich ist dieser Satz ein Klischee, aber die entscheidende Frage lautet: Ist dieser Klischeesatz, ist dieser Mann typisch bzw. repräsentativ für die westliche Gesellschaft im Allgemeinen und die deutsche Gesellschaft im Besonderen? Und meine Antwort heißt hier empirisch, bezogen auf die deutsche Wirklichkeit, ein klares Nein. Und darauf kommt es an. Und vor allem, es gibt doch einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen der antisemitischen Diskussion, den antisemitischen Klischees im 19. und auch im 20. Jahrhundert und der Diskussion über den Islam. Kein Mensch wird doch behaupten, dass die Juden, auch wenn man sie nicht positiv beurteilte, eine terroristische Gefahr oder einzelne Juden oder viele Juden eine terroristische Gefahr für die deutsche oder eine andere Gesellschaft gewesen wären. Das Feindbild gegen die Juden bezog sich auf Fiktionen und nicht auf Fakten. Herr Professor Wolfsohn, einerseits ist das, was Sie sagen, die notwendige Kritik am islamischen Terror, am Islamismus. Andererseits, wo beginnt für Sie die unzulässige Verallgemeinerung? Wo verläuft für Sie die Grenze oder kann man diese Grenze eigentlich nicht genau ziehen? Jedes Klischee, jede Verallgemeinerung ist eine Dummheit. Man muss sich alles ganz genau ansehen und das gilt natürlich sowohl in Bezug auf die Diskussion über Juden, Deutsche, Muslime. Wir müssen ganz eindeutig erkennen, nicht alle Muslime sind Terroristen. Das heißt, wir müssen eben die Frage stellen, warum gibt es so viele Terroristen aus der islamischen Welt, aus der islamischen Gemeinschaft, außerhalb der islamischen Kernländer und aus den islamischen Kernländern? Das sind die Fragen, um mit allgemeinem Blabla und allgemeinen Unterstellungen wie Feindbild Islam kommen wir doch überhaupt nicht weiter. Wolfgang Benz wird nicht nur wegen seiner Thesen zum Anti-Islamismus kritisiert, sondern seit neuestem auch, weil er bei Karl Bosel, einem ehemaligen aktiven Nationalsozialisten, promovierte und für diesen noch in den 1980er Jahren Geburtstagswürdigungen verfasste. Ist Benz aus jüdischer Sicht eigentlich zunehmend unglaubwürdig? Ich bin Michael Wolfsohn, deutsch-jüdischer Historiker und maße mir nicht an, für die jüdische Gemeinschaft insgesamt zu sprechen. Das möchte ich auch gar nicht.
Aber bei Benz ist folgendes Problem erkennbar, und das ist kein Problem Benz alleine. Vergessen wir nicht, dass die meisten Historiker, die das Dritte Reich überlebt haben, ob sie Bosel hießen oder Theodor Schieder oder wie auch immer, na, sagen wir mal, sehr zurückhaltend, nicht ganz unbelastet aus unserer heutigen demokratisch weltoffenen Sicht gewesen sind. Sie haben aber weiter gewirkt, sie hatten Schüler, und diese Schüler haben durchaus erstens eine gewisse Schülersolidarität bewahrt, und vergessen wir nicht, dass es innerhalb und zwischen den verschiedenen Lehrern auch Seilschaften gab, von denen alle profitiert haben, und Herr Benz gehörte sicherlich zur Seilschaft Bosel, so wie der hochgeschätzte Kollege Herr Wehler zur Seilschaft von Theodor Schieder gehörte, der ein richtig knallharter nationalsozialistischer Rassist gewesen ist und in der Bundesrepublik dann als großer Liberaler gefeiert wurde. Viele dieser Schüler haben sich von ihren Lehrern nicht abgenabelt, während sie dann in Bezug auf die allgemeine Gesellschaft weniger großzügig gewesen sind. Das war der Historiker Michael Wolfsohn zu Wolfgang Benz' Thesen über Antisemitismus und Islamkritik. Und nun der Nachrichtenüberblick. In Deutschland lebende Türken wissen einer Umfrage zufolge wenig über den Holocaust, wie die Wochenzeitung Die Zeit unter Berufung auf das Meinungsforschungsinstitut TNS Emnit berichtet, gaben mehr als 2/3 der befragten Deutsch-Türken an, wenig oder fast nichts über den Holocaust zu wissen. 1/3 meinte, sie wüssten darüber eher viel. Befragt wurden im Januar 400 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Fast die Hälfte der Befragten erklärte ausdrücklich, die intensive Beschäftigung mit der Judenverfolgung sei heute eine Sache aller in Deutschland, unabhängig von ihrer Herkunft. Der Grünen-Chef Cem Özdemir beklagt antisemitische Tendenzen unter muslimischen Zuwanderern. Wer sich offen zu seinem Judentum bekenne, müsse sich in einigen Stadtteilen Berlins nicht nur vor Rechtsradikalen in Acht nehmen, sondern leider auch vor Einwanderern, sagte Özdemir. Um dem entgegenzutreten, brauche man überzeugte und überzeugende Pädagogen, auch gerade solche, die selbst einen Migrationshintergrund hätten. Auch Imame, Verbands- und Vereinsvertreter seien aufgerufen, ihren Beitrag als Vorbilder zu leisten. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.